Im schweizerischen Zürich haben kluge Köpfe ein Geschöpf aus Aluminium und Plastik geschaffen. Weil der Vierbeiner überall hinlaufen kann, haben die Ingenieure ihn Animal getauft. Er ist akkubetrieben und kann selbstständig laufen, sehen, tasten, klettern und sich schlafen legen. Seinen ersten Roboter baute der Tüftler Peter Fankhauser vor mehr als 10 Jahren, als Student an der ETH Zürich. Er hat Animal mitentwickelt. Heute leitet der 36-jährige Robotikingenieur ein Team von 110 Mitarbeitenden. Ganz früher habe ich als Kind fasziniert schon von bewegten Teilen. Also da sind wir in den Elektroshop gegangen, haben kleine Solarzellen gekauft, einen Lego-Motor kombiniert, das zusammengelötet und so halt versucht zu sehen, wie weit man kommt mit dem Gebastel mit Lego. Dann später hat mich die ganze Software extrem fasziniert zu programmieren. Und so ist die ganze Hardware-Software zusammengekommen, wo Robotik auch dann in der Mitte steht. Mit künstlicher Intelligenz wurde Animal zu einer schlauen Maschine. Der Robohund kann Anlagen überwachen und bei Unregelmäßigkeiten Alarm schlagen. Fakt ist, Fehlerursache Nummer 1 von Unfällen sind immer noch menschliche Fehler. Und der Roboter macht diese Fehler einfach nicht. Das heißt, wir können die Anlage sicher betreiben und nehmen auch die Person aus der Gefahrenzone raus. Im indirekten Sinne rettet der Roboter natürlich Leben. Das bisherige Modell ist in risikoreichen Arbeitsumgebungen bereits im Einsatz. Es übernimmt Aufgaben, die für Menschen bedrohlich sind, wo Gase austreten könnten oder in gefährlichen Höhen. Auch absolute Dunkelheit oder Nässe, kein Problem. Schon bald soll das neue Modell als Wach- und Spürhund für den Einsatz bei einem der größten Konzerne der Welt getestet werden. Aber erst muss der Vierbeiner einen Übungsparcours bewältigen, der es in sich hat. Samuel Zimmermann und Peter Fankhauser starten den Test. Also der Roboter liegt jetzt auf der Dockingstation, ist vollgeladen, und ist jetzt einsatzbereit. Genau. Und das gleiche Setup werden wir dann auch vor Ort haben beim Kunden, dass der Roboter einsatzbereit ist und man die Mission von hier starten kann. Was wir jetzt machen, ist eine Testmission durchlaufen. Der Roboter geht dahin an den Startpunkt, läuft da drüber, liest diese Anzeige aus, geht dann die Treppen hoch, kommt dann wieder runter und liest noch ein paar weitere Elemente aus. Mit seinen Foto- und Wärmebildkameras kann Animal nicht nur sehen, sondern die Bilddaten auch gleich analysieren und weiterleiten. Sogar das Treppensteigen beherrscht er. Die Voraussetzung für den Einsatz in großen Industrieanlagen. Mit Hilfe von Sensoren in den Beinen kann er den Untergrund ertasten. Seine KI speichert das ab. Durch jede Trainingseinheit lernt er dazu. Gut, Testmission durch. Perfekt, genauso funktioniert. Einpacken und losschicken. Der BASF-Stammsitz in Ludwigshafen am Rhein umfasst 10 Quadratkilometer. Das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt. 39.000 Menschen arbeiten hier an chemischen Grundbausteinen für Kunststoffe, Lacke, Lösemittel, Klebstoffe und vielem anderen. 3, 2, 1 und hoch! Peter Welter ist Robotikexperte bei BASF und wird den Wartungsrundgang des Vierbeiners aus der Schweiz genau beobachten. Okay. Hey, willkommen! Soweit alles gut. Super. Die Beine noch ein bisschen ausstrecken. So. Ja. Meine Erwartungen sind, dass der Roboter jetzt das auch bewahrheitet, was er verspricht. Das Unternehmen testet Modelle verschiedener Anbieter. Animal X kostet rund 8.000 Euro Leasinggebühr im Monat. Als erstes gehen wir da zu diesen zwei Punkten. Da schauen wir die Anzeigen an. Und dann machen wir auch noch ein Wärmebild von beiden Punkten. Sucht sich die Druckanzeige. Detektiert diese und interpretiert diese dann. Und wenn wir jetzt dann die zweite anschauen, dann werden wir sehen, dass diese läuft und warm ist. Animal schickt das nächste Wärmebild auf das Display. Test 1 bestanden. Habt ihr auch Erfahrungen mit Rauchbildung, falls da irgendwie eine Nebelschwade
auftaucht, bekommt der Roboter dann Probleme mit seiner Navigation? Mit Rauch sind wir mit dem Lasersensor, den wir haben, sind wir eigentlich sehr gut unterwegs. Da haben wir diverse Sachen schon gesehen und das funktioniert eigentlich sehr gut mit Rauch. Test 2, über Gitter laufen. Auch das klappt. Nun kommen wir zur Königsdisziplin. Ne? Treppensteigen. Ja, das ist natürlich jetzt sehr spannend. Der Roboter soll jetzt da wirklich diese zwei Treppenabschnitte voll autonom überwinden. Für den potenziellen Kunden BASF ist das der entscheidende Test. Den ersten Schritt, wirklich physikalisch seine Stellen zu erreichen, das hat er geschafft. Und halt auch, dass er die Treppe erfolgreich überwinden konnte, war wirklich ein kleiner Meilenstein auch für uns. Ne? Der beste Freund des Menschen, auch als KI-basierte Variante aus Aluminium, ein echter Wachhund und Aufpasser.